Es fühlt sich gut an, als würde man direkt nach Hause kommen. Schön so. Dankeschön, Zwoki, für 7 Monate auf Stufe 1. Vielen Dank. Ah, ist das nicht toll? Boah, ich sag eigentlich mal ein Sniper-Gewehr, dass du hier richtig schön reinzoomen kannst. Aber sowas habe ich natürlich nicht. So. Ja, hier sind wir letztens stehen geblieben. Ich habe mich noch hier. Ich habe noch schnell gespeichert beim Motorrad. Habe ich das eigentlich aufgetankt? Ich sag mal gucken. Ja, alles voll. Können wir eigentlich. Ah ja, wir haben keine Muni, die müssen wir uns mal holen. Wir gehen mal hoch und holen uns erstmal neue Muni. Das haben wir heute auch geholt. Das Spiel hier. Ja. Hat sich noch jemand gegönnt? Oder guckt ihr es euch lieber nur an? Hey, ja. Ich bin müde. Bleibst du die ganze Nacht wach? Ja, vielleicht. Keine Ahnung. Ja, kommt da noch was? Ich wollte mir eigentlich Munition holen. Irgendwie kann ich mir keine Munition holen. Warum nicht? Dann muss ich das hier machen. Primärwaffe. Miserabler Zustand, ja, super. Ah, Munition auffüllen. Ja, kaufe ich. Spezial. Ah ja, okay. Okay, dann ist das wohl, da war das wahrscheinlich nur ganz am Anfang hier mit der Muni, dass ich mir da ein bisschen was klauen konnte von meinem Boozer. Auf der PS4 damals durchgespielt, Days Gone. Ja, na gut, das kann man natürlich auch machen, klar. Da kam es ja auch zuerst raus. Ist es immer so schade, oder? Wenn die Spiele halt nur irgendwie für eine Konsole rauskommen, die man vielleicht gar nicht selber hat. Und dann will man das Spiel vielleicht spielen, aber man darf quasi nicht. Das ist wie bei Red Dead Redemption oder auch bei GTA, wobei ich da weiß gar nicht mehr, da war es wenigstens nur ein Jahr. Ich hoffe, dass das irgendwann mal endet. So, ja, ist es Sonnenaufgang oder Untergang? Bin ich gerade am überlegen, haben wir gepennt? Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier bei Nacht losfahren wollen, wenn es gleich Nacht wird. Das Spiel lauter machen, ist alles auf Maximum. Lauter geht nicht. Kann nur die Effekte noch lauter machen. Das kann ich tun, aber Sprache ist alles auf Maximum. Musik ist auf 9, aber die ist eh richtig. Also die Musik ist sehr, sehr laut im Spiel. So, naja, komm, wir fahren mal hin, wird schon klappen. Also wenn mal Musik kommt, ist sie laut. Teilweise kommt leider keine Musik. Ich wollte nur hören, wie es dir geht. Ja, Dick, ich höre. Schön durchhalten, Kumpel. Sobald Eddie den Arm geflickt hat, fahren wir nach Norden, wie du gesagt hast. Hoffentlich. Ich vermisse die Straße. Fällt gerade was ein. Wollen wir da schon hin? Oder weißt du was? Ich würde, glaube ich, erstmal dahin gehen. Kann ich hier irgendwie, eine Markierung? Achso, mit Enter. Nee, ich will doch dahin. Achso. Hol dich erstmal noch ein Ründchen. Ich muss nochmal an dem Bike rumschrauben und wir holen uns neue Ausrüstung. Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier ab. Ich gehe mal kurz nochmal eine Runde pennen. Ich glaube, es wird doch wirklich hier Nacht. Ich war mir gerade vorhin unsicher. Aber es ist besser. Bei Tag will ich eigentlich lieber raus als bei Nacht. Dankeschön, Xenoelfe, für 10 Monate. Mit Prime. Oh, oh. Genau deswegen. Ah! Hi. Oh, scheiße. Oh Gott! Ih! Komm, sprinte, sprinte, sprinten! Mann, sind das viele! Ich schaff das noch! Gott, ey! Ich dachte, ich bin sicher auf meinem Bike, da kommen die hier an! Hässlichen Viecher! Ja, komm doch! Komm doch! Ich geh einfach kurz pennen. Ob ich dann mein Motorrad gleich wiederfinde. Nee, eine Horde war das nicht. Das waren einfach die, die hier im Wald rumstehen. Die Waldgammler sind das. Guck mal, sind gar nicht so viele eigentlich. Streng genommen. Naja, kommt auf den Schwierigkeitsgrad drauf an. Hey. Ich werde mal ganz kurz hier eine Runde knacken. Wie man schon sagt, ich glaube, mein Bett ruft mich. Erstmal eine Runde. Schön knacken. Sollen die mal ihren Spaß haben hier in der Nacht?
Typischer Ossi, nichts geht ohne Absperrung, genau. Los geht's. Ist es jetzt Nacht? Ich wollte doch bis Tag schlafen. Oder, hä? Es ist tiefste Nacht, mein Freund. Der Mond ist noch oben. Nee, komm, da knacke ich direkt nochmal. Ja, ich werde eine Weile meine Augen schließen. Ja. Wahrscheinlich pennt er immer nur 12 Stunden. Aber bei dem müsste es eigentlich schon Tag sein, ne? Okay. Jetzt geht's. Ich dachte schon, es geht irgendwie nicht. Das sollte reichen. Okay, viel, viel besser. Dankeschön, Raven 1971, für den dritten Monat. Auf Schweins, vielen Dank. Was, wenn du am Tag schlafen gehst, stehst du nachts auf. Aber ich bin ja nicht am Tag schlafen gegangen, es war ja Nacht. Oder sagen wir mal, zumindest mal später Abend, ne? So, jetzt muss ich mal gucken, wo mein Motorrad war. Ob das noch heile ist. Nicht, dass sich die komischen Zombies damit hier ihre Freude gemacht haben. Das war doch hier unten irgendwo, ne? Da liegt's. Jawohl. So, dann gehen wir nämlich erstmal dahin. Ne, halt, dahinter. Und säubern dieses Gebiet, dass wir hier erstmal alles klar machen. Weil ich glaube, das nächste, das ist, sah jedenfalls so aus, führt uns nämlich woanders hin. Und das will ich ja vielleicht gar nicht. Deswegen machen wir erstmal dahinter. Neuer Tag, neues Glück. Gut bewaffnet, gut bestückt. Solange es nicht Nacht ist, stehst du nachts wieder auf. Ah, okay. Das ist also quasi dann immer so geskriptet. Zu einer ganz bestimmten Uhrzeit. Okay. Das fand ich schön früher bei... Wo war denn das? Bei Gothic war das so. Und bei Risen, glaube ich, auch. Da konnte man selber einstellen, wie lange man schläft. Also in bestimmten Intervallen. Was weiß ich, 3 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden. Das war ganz cool gemacht. Ich höre was. Kampfmusik. Ist hier irgendwer? Ich höre Kampfmusik. Na gut. Ich fahre mal weiter. Was soll schon schief gehen? Allein im Wald. So, hier waren wir schon. Hier haben wir schon das Camp geklärt, ne? Genau. Hallo! Oh, wollte ich eigentlich überfahren. Das ist übrigens mein Bunker hier. Oh. Das ist halt die Frage, wie komme ich denn jetzt da? Oder wie komme ich denn da hin? Ach so. Okay. Ja. Ruhe da hinten. Wir müssen da lang fahren. Bei Elder Scrolls kann man das auch. Okay. Warum keine Minimap an? Ich habe den höchsten Schwierigkeitsgrad, den es im Spiel gibt, eingestellt und da gibt es keine Minimap. Also die gibt es schon, aber die ist nicht eingeblendet. Die muss ich quasi, oh ja, ich bin falsch hier, die muss ich so hier aktivieren. Über diesen Special-Effekt. Das Ganze hat es quasi ausgeblendet. So, jetzt bin ich aber richtig, ne? Ja, jetzt bin ich richtig. Okay. So, dann muss ich jetzt aber hier rechts rum, ja. Hallo, Dangerous Maus. Okay, hier ist ein bisschen was los. Bin mir nicht sicher, ob ich hier hin will. Ah, ich kann die auch einfach überfahren. Hey du! So, die haben wir erledigt. Also die kann man ja wirklich easy umfahren. Wir könnten es brachial machen. Oder wir schleichen uns rein. Aber wir müssen ja hier auch nur durch. Ah, komm, ich versuch's mal. Ich fahr mal durch. Bin ich's richtig gefahren? Natürlich nicht. Oh. Genau, wir müssen nämlich hier durch... Oh Gott, wir müssen durch den Tunnel. Na, hoffentlich ist der auch... Oh mein Gott. Das ist ganz, ganz schlau, das jetzt hier zu machen. Naja, ich
Wird schon klappen. Land of Volcanoes, okay. Ja, eben, was soll schon passieren? Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Ja, genau, das ist der Plan. Ein Wolf, ein Wolf! Du bist doch ein Kackwolf! Oh. Was? Ich kann nichts tun! Ich drücke alles! Kommt zum Kackwolf und killt mich einfach! Was? Wo ist der Wolf? Jetzt ist er weg. Jetzt hat er Angst. Typisch, typisch Wolf. Erst töten und dann Schiss bekommen. Na gut. So, jetzt müssen wir mal... Der ist wirklich weg, ne? Ich will ganz kurz mal mein Bike nochmal kurz checken. Wie haben wir denn hier noch Sprit? Oh Gott, 7%. Also wir brauchen auf jeden Fall neuen Sprit und wir können es auch mal reparieren. Ne, halt. Nein, 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 nein. Ich wollte es eigentlich reparieren. Ich krieg das schon hin. Los geht's. So. Okay. So, jetzt müssen wir mal sehen, was wir jetzt hier am besten anstellen. Nester. 0 von 4. Okay. Und Sprit. Nester und Sprit. Ah ja. Da brauchen wir hier Wurfobjekte. 1, 2. Okay, ich habe nur 2. Komm doch her. Ich prügel dich mit meiner geilen Axt. Oh. Okay, vielleicht. Ich brenne. Doch nicht. Okay. Ich bin froh, dass ich dafür jedes Mal Ohren bekomme als Loot. So, das Nest haben wir schon sauber gemacht. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen stöbern, was wir hier haben. Also, guck mal, hier liegt doch ein Lappen rum. Würde ich ja gerne haben. So, ja. Können wir hier mal irgendwo reingucken? Naja. Kein Loot. Ja, die halten richtig viel aus, auf jeden Fall. Die halten ordentlich was aus. Es geht, aber, also ich muss sagen, mit der Axt geht es eigentlich wirklich gut. Das klappt. Ich brauche halt mehr Molotov Cocktails, das ist das Hauptproblem. Okay, da ist noch ein Nest. Ich habe halt kein Molotov Cocktail mehr. Kann ich mir jetzt nochmal einen... Nee, was fehlt mir? Kerosin fehlt mir. Hm. Ah, guck mal. Na, so ein Zufall. So. Schmeiß mir hier rein. Na los, kommt doch. Na, nicht ausweichen. Der weicht aus. Geh weg. Ach Gott. So, und so. Nein! Das war knapp. Ja. Oh, okay. Das sieht gut aus. Ein Köpfchen. Tja, einfach mal die Sachen mit Köpfchen lösen, nicht wahr? Schön geköpft mit der Axt. Gibt's hier feinen Loot? Oh, guck mal, da ist wirklich eine Kiste. Und die kann ich sogar öffnen. Und da ist drin, toll. Yes. Ah, ja, wobei, besser als nichts, ne? Bisschen Munition schadet nicht. Ja, der wollte auf jeden Fall meine Nase knabbern. Und Hallöchen, Pipi, Toto. Und Mars, Hallöchen.
Okay, wir haben 2 von 4. Jetzt brauche ich aber mal... Guck mal, hier ist doch bestimmt Kerosin. Die Polizei hat doch immer Kerosin im Kofferraum. Man kennt das ja. Die Polizei, dein Kerosinlieferant und Helfer. Oder auch nicht. Sonst sieht es ja eigentlich relativ friedlich aus. Wie kann man denn das noch anzünden? Ist es immer nur mit den Molotov-Cocktails? Oder kann man da nicht irgendwie, weiß ich nicht, was anderes in Brand setzen? Ne? Dubios. Weil hier waren wir halt schon. Ne? Hier haben wir ja schon letztens das Ganze mit dem Buser hier gemacht, wo der oben erwischt wurde. Hier ist doch noch was. Ich brauche halt einfach Kerosin. Eine Fackel? Ja, hier fehlt auf jeden Fall der Flammenwerfer. Ich weiß nicht, was es hier noch so gibt. Keine Ahnung. Bis jetzt kenne ich feuertechnisch nur die Molotov-Cocktails. Aber ein Flammenwerfer wäre natürlich geil. Oder halt einfach eine Fackel, ne? Ein Feuerzeug. Warum nicht aber ein Feuerzeug? Ja, jede Menge Munition. Das ist auf jeden Fall hilfreich. Für später. Aber eigentlich... hier gibt es ein paar Pflanzen. Stachelige Bärentraube. Oh. Kann man sowas essen? Was kann ich denn damit machen? Medizinisch? Fallen? Kann ich nicht wirklich was mit anfangen, ne? Ich loote mal alles. So. Also die Polizei hat auf jeden Fall jede Menge Sturmgewehr-Muni. Aber ich glaube, die ist schon voll bei mir, kann das sein? Schrottinventar voll, okay. Oh, na super. Hör auf, da rumzuschrauben! Dreh dich um! Bisschen Mistviecher! Immer ist hier Stress! Meine Axt ist, glaube ich, kaputt, kann das sein? Ich brauche eine neue Axt. Oder schönes Kantholz. Ein Messer ist das so eine Sache. Aber na, gut, das Messer ist wenigstens unzerstörbar. Ein unzerstörbares Messer. Habe ich von Opa geerbt damals. Hat das doch aus dem Krieg. Haben die sowas noch gebaut? Unzerstörbare Messer. So, was gibt's hier? Handfeuerwaffen, Schalldämpfer. Oh, das ist sehr, 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 sehr hilfreich. Den schraube ich mir gleich mal hier dran. Oder auch nicht. Nee, okay, dann mache ich es an die Pistole. Die halten ja auch nicht ewig, aber so ein bisschen halten sie wenigstens. Ich wünschte, ich hätte hier ein bisschen mehr Musik in dem Spiel. Hier ist immer so furchtbar ruhig alles. Hallo, Webfreak. Kerosin, ja. Okay, damit kann ich jetzt nochmal eins machen. Und zwar, wo ist denn das? Ist das das Ding hier? Ja. Ach. Na, ich hasse das. Yeah. Muss nachladen. Toll. Ich hatte gehofft, dass die Falle, die da liegt, ihr irgendwie Schaden macht, aber hat's gar nicht hier, das Ding. Hat einfach nichts gemacht. Super. Na gut, ja. Also noch eins ist übrig, oder? Oder sind das jetzt schon 2 gewesen? Ne, 1 ist noch übrig hier, ne? 3 von 4, okay. So, mal looten. Jetzt brauchen wir noch ein Kanisterchen. Vielleicht haben wir ja Glück und finden hier drin was. Bisschen Kerosin im Wohnzimmer. Habe ich gehört. Ist bei den Amerikanern Standard. Auf jeden Fall ein Lappen. Das ist auch ganz, ganz wichtig.
Tja, und sonst? Da ist auf jeden Fall Benzin fürs Motorrad, das ist auch gut. Da ist eine Flasche. Die brauche ich auch. Aber vor allem halt nochmal eine Runde Kerosin. Ja, muss es ja aber hier eigentlich geben. Das ist eine verdammte Tankstelle. Jetzt ist bestimmt irgendwo Kerosin, hm? Tatsache. Ein letztes Kerosin. Ich gucke nochmal, ob noch mehr hier ist. Ah, geil. Okay, sehr, sehr gut. Aber letztens, glaube ich, alles liegen lassen, ne? Naja, da holen wir uns eben jetzt. Du kannst einen Benzinkanister auch einfach aufs Nest werfen und dann drauf schießen. Ah, okay. Das kann ich dann direkt mal probieren, ne? Mach ich mal. Ist hier noch was? Ne, alles ist schon voll. Hier ist nochmal Kerosin. Okay. Ein Benzinkanister draufwerfen und dann drauf schießen. Das mache ich jetzt mal. Bin ich mal gespannt. Danke für den Tipp. So, nehme ich mal den hier. Benzin. Die Frage ist, wo ist das letzte Nest jetzt? War das gleich noch hier? Hier drin ist es nicht, ne? Da ist es. Und dann drauf schießen. Tatsache. Der ist ja cool. Das spart Mount of Cocktails. Oh, ich wollte gerade schießen. Ja, ja, ja. So, Problem gelöst. Ich bin der Problemlöser. Ansonsten noch wäre ein Problem. So, jetzt brauche ich noch einen anderen Benzinkanister. Das war wieder auftanken können. Und dann geht's quasi weiter. Ja, sehr gut. So. Du. Guter Wurf. Naja, ich habe E gedrückt. Was soll ich sonst drücken? Ich habe einfach auf E gedrückt. Ah, hier ist noch ein Büschchen. Ein kleiner Busch. So. Kannst an Tankstellen tanken. Einfach an den Zapfsäulen fahren. Die geht. Oh! Echt? Moment, das würde ich mal probieren. Hätte weiter drin parken sollen. War ich zu vorsichtig mal wieder. So. Ja, wenn Leute mal einen Tipp geben, ist doch kein Problem. Also, Tipps sind, so ein paar kleinere Tipps sind okay. Nur halt nicht alles vorhersagen oder so, oder spoilern. Das wollen wir nicht, aber so ein paar Tipps, wie das mit dem Tanken, das ist doch okay. Da habe ich jetzt keinen Stress mit. Benzin wäre nicht schlecht. Das ist ja auch wirklich ganz hilfreich. Darauf wäre ich im Leben nicht gekommen, weil in einer Apokalypse oder nach einer Apokalypse, warum sollte noch irgendeine Tankstelle funktionieren? Ja. So, okay. Jetzt müssen wir mal schauen. Ja, da haben wir hier alles gesäubert. Jetzt können wir theoretisch hier nochmal hochfahren. Aber unsere Quest führt uns jetzt auf jeden Fall auf die andere Seite. Deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt hier nichts anderes übrig. Wir haben in dem Bereich, wo wir gequestet haben, alles gesäubert. Alle Posten sind gemacht, ne? Forschungsanlage, waren wir. Alles erledigt, alles gemacht. Story, das Ende der Welt. Nero-Kontroll. Hä? Das 2? Ah, komm. Da fahren wir erstmal kurz da runter, weil wir waren hier oben. Das ist dieser Kontrollpunkt, glaube ich, oder? Nee, auch nicht. Waren wir hier noch gar nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz da runter. Ich will noch nicht die Hauptstory direkt weiterspielen, sondern erstmal gucken. Habe ich jetzt einen Kurs gesetzt? Ja, okay. Na, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Lalalala.
Ich bin auch mal gespannt, ob wir so einer riesigen, fetten Zombie-Horde richtig begegnen. Also wir haben ja schon mal eine gesehen. Aber die war ja nix. Das war ja mitten in diesem Prolog-Ding. Die Kampfmusik mal kommt, dann denke ich immer gleich, geht hier irgendwas richtig krass ab. Ich habe gerade was von Zombie-Horde gesagt. Stimmt das? Dankeschön, Hans Krupp für 10 Monate mit Prime. 10 sind noch keine 11, aber bald. Ja, genau. Ist da echt eine Zombie-Horde? Das sah gerade so aus. Mal vorsichtig gucken. Na, eine Horde ist es nicht. Weg da! Ich bremse nicht für Zombies. So, wir müssen jetzt hier rechts rum, ne? Oh. Ah, das war... Ups, hallo Bambis. Entschuldigung, ich muss hier mal kurz durch. Er will immer, dass ich auf den gelben Weg fahre, ne? So, wir müssen jetzt hier gerade runter. Na komm, ich fahre einfach hier durch die Pampa. Schon schief gehen. Ah ja, stimmt. Hier ist das Copland-Lager, ne? Hier ist das Copland-Lager. Müssen wir ja oben rum. So, und dann... Ja, genau. Ja doch, wir haben schon eine Horde gesehen. Recht am Anfang, direkt in der Story. Halt in diesem Prolog-Ding. Da gab es so eine kleine Zombie-Horde. Aber die war schon recht groß. Waren bestimmt 100 Stück oder so. Alle nah aneinander gelaufen. Aber da konnten wir halt, wie gesagt, nichts mit anfangen, weil das war halt in dem Prolog. Mist. Ist wieder irgendein Arschloch-Sniper. Ich pack einfach mal hier. Ich bin nicht da. Ich bin nicht da. Nein. Ich bin nicht da. Diese fiesen Sniper. So, das ist doch direkt hier, ne? Was ist denn der? Mich immer durchs Geäst. Was ist jetzt hier? Ich glaube nicht. Dankeschön, Captain Baloo, für den 9. Monat. Aufschub 1. Vielen Dank. Ich sprinte mal kurz hier um hier rum. Okay. Die versuchen mich hier irgendwie wegzuschießen. Oh nein, noch einer, noch einer. In den Baum, in den Baum. Kann das sein, dass ich hier gar nicht reinkomme? Hä? Ach so. Hä, das... Okay, das checke ich jetzt irgendwie nicht. Sind wir falsch gelaufen? Moment, ich bin jetzt hier. Das ist ja gerade da. Ich versuche mein Glück. Oh, ist hoch da. Nein! Nein! Ah, okay. Wie komme ich denn? Kann ich hier hochklettern? Okay, da versuche ich es mal so rum. Ja, hier ist mein Motorrad. So, jetzt laufe ich mal hier lang. Ich gehe jetzt hier rechts rein, kann das sein? Nee.
Klippe mit dem Motorrad. Das glaube ich aber nicht. Hä, wie soll man da reinkommen? Das ist ja ringsherum zu. Ist eine Rampe? Keine, die hoch genug wäre, ne? Ich kann das Motorrad da hochfahren. Mal probieren. Ganz unauffällig. Okay, kann es offenbar nicht, aber... Na komm doch. Ja, es war ja klar. Ihr hässlichen kleinen Kackviecher. Jetzt reicht's aber. Ah! Oh. Alter. Die halten auch echt teilweise viel aus. So. Jetzt wollte ich aber eigentlich hier nochmal gucken. Irgendwie komme ich hier nicht rein. Weil ich weiß nicht genau wie. Mal außen rumfahren. Ah, lalala. Ich will ja nur mal gucken. Da so eine Vermutung, wie das gehen könnte, aber ich fürchte, weiß nicht, gibt es irgendwie so, es gibt doch einen Boost, wir hatten ja schon mal beim Motorrad, wir hatten schon mal so einen Boost, da ging das, das Problem ist jetzt, wir müssen jetzt spritsparend sein, gibt's, was ist hier, eine Hinweistafel und da ist Koblenz Camp, da kann ich auch tanken, wir fahren mal zum Koblenz Camp, so, dahin wollte ich fahren, zack. Dankeschön, Captain Schmerzkeks, für 19 Monate. Vielen Dank. Ein paar Büchen. Muss mal kurz auftanken. Hau zu da hinten. Ach, mach ich denn. So, wir müssen mal kurz zum Koppencamp und auf. Tanken und dann können wir weiterfahren. Aber hier, ne? Ja, perfekt. Hallo Freunde! Ich bin's wieder, euer lieber Deacon. Mach auf! Genau, mach auf, Junge. Bisschen schneller, wenn's geht. So, ich muss einmal auftanken. Wo kann ich das denn hier machen? Nee, so geht's nicht. Warte mal. F. Die reparieren geht auch nicht. Ich hab nach dem Tank Ausschau gehalten. Dem mit der Speziallackierung, nach dem du gefragt hast. Oh, ist das leise. Was gibt's, Manny? Kann ich hier irgendwie auftanken? Ich Leistung, Optik. Lackierung. Ich krieg später mehr rein. Gibt's hier keinen Sprit oder was? Leute, ich brauch Sprit. Habt ihr mal ein bisschen Benzin? Nee, was gibt's? Muss doch aber hier eigentlich gehen. Ach da. Ach, danke. Okay, und reparieren. Alles klar. Also will auch noch Geld dafür haben. So, jetzt ist hier dunkel. Kann ich hier auch irgendwo knacken? Ist hier ein schönes, warmes Bettchen. Ich nehme auch eins im Regen. Hauptsache, es ist dann wieder hell. Vor allem die Leute, die hier wohnen, ne? Die müssen ja auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Die müssen ja auch ein bisschen komisch sein. Also ich hätte mir ja ein bisschen, weiß ich nicht, noch ein paar Dächer drüber gebaut oder so. Die ganzen Hütten, die haben. Guck mal hier, kann ich mich hier hinlegen? Nee, ne? Ich darf hier nirgendwo knacken gehen. Na gut. Dann halt nicht. Ist halt doch bei Nacht. Dann gehen wir halt bei Nacht. Was soll's? La 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 la. Hab mich verlaufen.
muss runter hier. War das hier? Ach hier, da ging's runter. Nee, doch nicht. Wie geht's denn hier runter? Scheiße. Aber doch, muss doch... Ah, doch, halt, hier geht's noch weiter. Dankeschön für den 7-Monat. Jojojo, 83. Dankeschön. So, ich gebe es dir auch mal ein bisschen Beute ab. Wir haben so viele Öhrchen. Ich muss dir unbedingt was erzählen. Erzähl mal. Ja, da sind wir wieder ein ganzes Stückchen weitergekommen und haben auch mal wieder ein paar Nester ausgeräuchert. Leider bin ich nicht hoch in diese Base reingekommen. Ich denke mal, da brauchst du dann wirklich diesen Afterburner quasi, ne? diesen Boost. Aber den müssen wir erstmal beim Copland Camp freischalten, denn der Typ hat ja unser Motorrad zerlegt und wir dürfen es uns ja quasi jetzt wieder Stück für Stück zurückkaufen. Na, mal sehen, wie das dann funktioniert, wie das noch weitergeht. Aber ich denke mal, wenn wir dann den Afterburner haben, dann kommen wir da oben auch rein mit einem schönen Sprung. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal genauso wie erst dann beim nächsten Mal uns anhören, was die gute Frau uns dazu erzählen hat, die unsere Öhrchen so sehr begehrt. Also, danke fürs Zuschauen und bis dann.